Und wieder ein Montag. Einmal Schnick, einmal Schnack und einmal Schnuck. Hinten machen wir auch noch Licht an. Ah, nee. Verlust, Verlust. Ein Rad ist von der Decke gefallen. Von der Wand gefallen. Wie auch immer. Ach, mit Dübel aus der Wand gerissen. Mit Dübel aus der Wand? Na, dann war es nicht gut drin. Hallo! Hallo? Ja? Kannst du dich daran erinnern? Ich war immer hinten und Anouk war nach vorne. Wir haben damit immer Busse gespielt. Ja. War voll lustig. War im Sommer, ne? So. Raleigh. Nur eine Bremse. Nur eine Bremse? Ja. Da hinten, Rücktritt. Die Pedalbremse hast du ja noch. Wenn du hier zurücktrittst, das Pedal, dann bremst du es hinterher. Was war Claudia? Ach ja. Ist ja nicht los. Nein, nee, hier ist auch noch nicht los. Aber was soll das sein? Montag. So. Bremsbelag tauschen. Hinten. Und Bremszug tauschen. Narzissmus. Das war wirklich witzig. Offensichtlich. Und Tati war die Einzige, die nicht Angst hatte. Doch, sie hatte Angst. Also, sie hatte auch Angst, aber es hat nicht wirklich weh getan. Ja, es hat nur ein bisschen. Ach, wer will denn schon eine Spritze haben? Ich nicht. Aber es hat schon eine Spritze. Und jeder hat schon mal eine Spritze bekommen von uns, ne? Yeah, live in the dream house. Aha, live in the dream house. So, ich hol mal einen Bremsbelag. Jo, fertig. Das Video für heute, für den heutigen Tag. Viel mehr wird da nicht kommen. Na, mal sehen, schauen wir mal. Guck mal unseren Bonsai an. Bonsai-Moos. Was ist da los mit dem Bonsai-Moos? Das sieht doch gut aus. Es entwickelt sich. So, dann bringe ich das nach vorne, hänge den Kindersitz wieder ein und dann gehen wir mal zum Bäcker frühstücken mit den Kiddies. Wird ja auch Zeit, ne? Jetzt haben wir es. Nehme ich jetzt. Guck die Uhr ja wieder. 11 Uhr gleich, fast. 10.48 Uhr. Also sehen wir uns nach dem Frühstück wieder. Ja, ich verabschiede mich in die Pause. Ich gehe jetzt. Meine Tochter fahren schon vor mit Fahrrad. Muss schnell hinterher, also bis gleich. Ja Mensch, ein Bäckerkaffee ist besser als Jakin-Kaffee, habe ich mir geholt und ein paar Schrippen habe ich auch noch bekommen zur Suppe mit dazu. Die waren sogar frisch. Dann hat die Mutti nachher was, wenn sie kommt. Und wir haben ja oben auch noch Suppe.
Lecker Eintopf. Meine Kinder fahren Fahrrad. Ja, schon fein. Alle Bede. Ja, so schön. Ah, weiter. Ist ja furchtbar. Ah, aber am Stehen fahren. Anfahrhilfe brauchen, aber am Stehen schon losfahren. Toll. Nochmal. Darf ich das Fahrrad für mich haben? Ja. Kannst du haben. Auch später. Orbea, das ist die Firma. Aber toll. Ich kann jetzt selbst losfahren. Ohne Anschwung. Wow, naja, natürlich. Also muss ja auch mal sein, ne? Und im Stehen, ey. So, zack. Wunderbar. Mietrad fit machen. Hier wurde mir ein Vorderrad geklaut. Ja, das ersetze ich jetzt mal. Gucken, ob ich eins da habe mit Namendynamo, muss das ja sein. Das ist immer ein bisschen schade, das ist richtig teuer, weil Namendynamo und Marathon Plus ist da immer drauf und das war alles relativ neu. Aber was passiert, ne? Gucken. Mal gucken, ob der Strom macht hier. Gebrauchte Falken, oder? Wow! Was gibt's? Ja, guck mal, das sind ja wieder mal die schimmlerischen Ideen. Ja. An der Porsche 5 Euro. Tommy hat was gekauft und zwar natürlich geplündert schon. So ein bisschen ärgerlich. Carsten war schon dran, Arnim war schon dran. Aber der Arnim hat ja auch gesagt, ja hier Bundeswehr und so. Ja, beim Trödler, ihr habt Bundeswehrposten. Raketenstellung oder so. Da zeigt alles gekauft jetzt. Zeigt den ganzen Rest gekauft, was noch da war. Für sie warten. Ein paar. Schauen wir mal, was das bringt. Bundeswehr, Haufen Auszeichnungen und Überreichungs- und Geschenkungsplakettchen und ach, was auch immer. Jetzt mache ich kurz weiter mit dem hier und danach mal funktionierendes Licht. Oder mache ich ein Licht ans Rad? Wie macht man solch einen Stecker auf hier, diesen von Namendynamo? Ganz simpel. Man hält ihn an den zwei Kabeln, wenn die Kabel noch drin sind, mit den Fingern hier fest, klammert den ein. Mit zwei Fingern drückt man den nach oben und mit einem Schraubenzieher drückt man da rein. Da, in diese Pinüppel und schwupps, ist er offen. Wenn die Kabel nicht drin sind, geht es ein bisschen schwerer. Zugegebenermaßen, aber funktioniert auch. So, jetzt funktionierendes Licht hätte er gerne. Kriegen wir eventuell hin. Muss ich mir aber trotzdem mal wieder leicht machen. Ich halt erstmal dran, ob es überhaupt funktioniert. Na wunderbar. Wie man sieht, leuchtet es. Also Kabel sind in Ordnung. Dann ist es vorne die Glühbirne, hoffe ich. Und hinten ist es nur der Kontakt hier drin. Das kriegen wir hin. Relativ schnell sogar, hoffe ich. Hoffe ich. Wie es ja immer nicht, kann ja immer was dazwischen kommen.
Diese Lampe ist schon sehr alt, sehr rostig von hinten. Wenn man guckt, hier die Schräubchen, die hier dran sind, da ist nicht mehr viel zu holen. Ja. Könnte auch hier drin alles sehr verrottet sein. Ja, mal sehen. Sowieso diese Klemmvorrichtungen, habe ich ja schon mal gesagt, die sind nicht sehr besonders und zuverlässig. Achtung, Karo angeschlossen. Naja, aber mal ganz im Ernst, also deswegen muss der nicht zum Fahrradladen kommen. Was soll ich jetzt berechnen dafür? Ein Fünfer auf alle Fälle. Was man einfach berechnen. Mal 5 Euro nehmen dafür. Aber das hätte man auch selber gekonnt. Ne? Einfach hinten blank machen, ein bisschen anschließen, fertig. So, vorne gucken wir nach. Warum mit vorne nicht funktioniert, ist klar, wenn dann nur eine funktioniert, dann brennt sie durch, stimmt's, Nuki? Ja, denn der Strom, der hier vorne erzeugt wird, ist für 2 Lampen. Und wenn eine davon nicht funktioniert, ist zu viel Strom auf einer Lampe. Stimmt's? Einfach nicken, immer nicken, nicken, fleißig nicken, nicken, weiter nicken, ja, genau. Doppelt, dreifach, vierfach bestätigt von meiner Tochter, die ist nämlich der Genius hier in der Familie. Ich weiß eigentlich von nix. Sie geht zur Schule. Ich habe keinen Abschluss. So. Tommy hat keinen Abschluss. Und wir gucken die ganze Zeit ein TV-Programm. Zack. Zack. Ich schaue mir die mal an. Ich messe die mal durch. Tot. 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 Funktioniert, wir machen eine neue hierin. Die neue hat probiert, die funktioniert. Leuchtet, Licht funktioniert. Jetzt schraube ich ihm noch diese Dinge hier fest, hier vorne. Könnt ihr das sehen? Da, da. Jetzt schraube ich ihm auch noch fest. Ja, und dann sind wir fertig mit dem Ding. Das ist ein schöner Auftrag, weil ich schnell und kostet auch Geld. Ich muss das umbauen. Ich muss laute, leise Knöpfe reinbauen noch. iPad-Halterung 3.0 muss ich bauen. So, das schraube ich jetzt. Ja. So, iPad umbauen. Nein. Yeah. Wie sieht's da aus? Wunderbar. Perfekt. Gut, das war's. 15 Euro. Fertig. Next. Antrieb komplett. Ich demontiere, bestelle und baue neu ein. Okay. Einmal Antrieb komplett. Also das ist total runter, wenn man das verbiegen kann. Kette ab, Kranz ab, Kettenradgarnitur ab und einmal alles neu. Dann das Hinterrad raus. Mensch, ich freue mich schon, wenn der Livestream wieder läuft. Ich muss unbedingt bestellen. Ich muss einfach dieses Kabel bestellen, verziehen. Wenn Dennis dann mal da ist oder so, vielleicht hilft er mir dabei. Dann wird es installiert und dann läuft der Livestream wieder. Oh. Ja, komm, alle raus, alle neu. Ich muss auch mit einer billigen Garnitur arbeiten, dann ist der Tretlager da auch noch mit drin. Ja. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Lass die abheben. Hier. Wackelt, ne? Also hier ist deutlich Spiel drin hier ist deutlich Spiel in der Kettenradgarnitur. Und deswegen muss das Lager auch ausgetauscht werden. Kann man es hören? Du kannst es nicht hören, weil du sitzt ja direkt vor dem Sedierer.
Orientierungsapparillo. Joa. Jetzt ist Müll. Jetzt Tretlager. Zuerst diese Seite hier drüben. Ah, die gut. Die löst sich gut. Die andere Seite sieht verrostet aus. Die Seite hier kann nicht rosten, weil Plastikschale. Aber das ist halt der Konter, der muss zuerst raus. Ne? Der ist dagegen gekontert. Man sollte immer auf der Seite hier anfangen. Wow! Es hat geklappt, Gott sei Dank. War schon kurz vorm Aufheben. Auch wenn man es mir nicht so ansieht, aber ein bisschen Kraft steckt schon dahinter, wenn ich das mache. Bei dem kurzen Hebel braucht man immer ein bisschen mehr Kraft hier. Aber das ist zwar ein günstiger Schlüssel, aber so schlecht ist der gar nicht. Der hat mir schon gute Dienste geleistet. Brauchen wir bessere drin. Das wackelt, das ist durch. Ja, ein billiger Antrieb ist hier drauf. Kann man ja nicht machen. Immer wenn ich mal. 7, 8. 8-fach. Das behalte ich, das kommt im Müll. Unglaublich. Ich hab auch Handschuhe an. Ja, nee, das. Wir wollen ja Jacke nicht total schmutzig machen, weißt du? Jetzt ist ja riesen Ärger denn mit Mama. Das ist nur eine Regenjacke. Kettenradgarnitur muss ich bestellen. Tretlager habe ich. Kette. Habe ich, aber kommt ja erst drauf, wenn Kettenradgarnitur da ist. So, checken wir das mal. Das Rad, Licht funktioniert ja. Weiter jetzt mit Bremsen. Vorne sehr gut, ja, obwohl total rottig. Aber hinten, ah, das ist Schleppscheiße. Hinten, die muss ausgehangen werden. Das ist das Gute, wenn die unterbrochen sind. Tatsächlich ist das gut, wenn die unterbrochen sind, auch wenn es eigentlich schlecht ist, wenn die unterbrochen sind. Mal so, man kann sie nachfetten. Mama! Hey! Nicht oben. Was ist denn jetzt Papa gespannt? Wollte nicht mehr hier sein, wo man. Oh, sie war schon. Ja, klar, sie war ganz lange hier. Fahrradfahren sind sie mir schon draußen und so. Und klappt? Ich fühle mich ein bisschen verarscht von der Kita mittlerweile. Ja? Ja. Wieso? Weil sie zu mir gesagt hat, Montag um 8 oder irgendwie so früh soll ich kommen, dann machen wir einen Termin aus. Ja. Sie war nicht da. Ja, und du? Ja, dann habe ich da später angerufen von der Arbeit aus. Das war ein sehr unschönes Telefonat. Ja, wieso? Ich war total sauer auch. Ja, ich meinte, naja, wir wollten ja eigentlich einen Termin machen, ich habe dich gar nicht gesehen. Ja, ich hatte schon wieder einen anderen Termin. Was ist er denn? Wir wollten ja noch einen Termin ausmachen wegen Lungen. Weg zum Besprechen. Ja, also diese Woche geht gar nicht. Nächste Woche eigentlich auch nicht. Da bin ich wieder in der Krippe. Danach dann irgendwann. Ich so, nee, das geht nicht. Ich hatte schon einen Termin. Ja, und da, der wurde ja dann einfach so gecancelt wegen dem Streik. Und da hast du auch nicht mal Bescheid gesagt oder irgendwas. Ist doch klar, wenn Streik ist, dass keine Termine stattfinden. Nee, so klar war das für mich nicht. Kita ist Kita-Betreuung, die wurde eingestellt, okay, aber ich dachte, wir müssen vielleicht trotzdem in den Termine war. Die Elterntermine, die du ausgemacht hast. Nee, das ist mir völlig klar. Ja, auf jeden Fall meinte sie zu mir, ja, also sie kann aber nicht, sie kann erst dann und dann.
Ist ja, scheint dir ja nicht so wichtig zu sein, aber mir ist es wichtig. Lumen fühlt sich sehr unwohl bei euch. Es muss mal langsam weitergehen. Ne? Ja. Und dann meint sie zu mir, ja, das hört sie jetzt zum ersten Mal. Also so will sie dann sowieso gar nicht mit mir sprechen, nur wenn Erzieher mit dabei sind. Ja, kann sie doch. Ist doch okay. Ja, kann sie doch machen. Ja, das klang für mich wieder, ja, wenn Christa daneben sitzt, dann... Na warte, du hast die Diagnose jetzt, was soll denn? Donnern die trotzdem da auf mich ein, wie, dass ich bescheuert bin, hatte ich auch keinen Bock drauf. Na, letztendlich hat sie zu mir gesagt, naja, wenn du willst, wegen dieser Diagnose, die sie ja nun irgendwie hat, können wir morgen um 14 Uhr sprechen. Also ja, machen wir das. Ja. Könnt ihr ja in die Gurgel springen? Was soll das? Ja. Du kannst doch mal sagen, wir sind die pflegeleichtesten Eltern eigentlich, kannst du sagen. Wir haben uns da nie zu irgendwas zu Schulden kommen lassen. Im Gegenteil, wir haben ihr Fahrrad da mitgenommen, repariert und wieder hingeschleppt und weiß ich irgendwas, ja? Ja, dann kannst du ihr doch mal sagen. Und dann kommt sie mir so bescheuert. Kannst du doch mal sagen. Ich habe nie irgendwas getan, nie irgendwas Böses. Ja, du musst ja nicht jetzt in Tränen ausbrechen. Ja, du hast damit mich ärgert es total. Ja, kannst du wütend sein, okay, alles gut und schön. Aber Fakt ist eins, du hast einen Termin gehabt und sie hätte ja wenigstens kurz anrufen können oder sagen können, du bist auf. Das hat sie ja überhaupt nicht eingesehen, das habe ich ja schon gesagt. Kannst du trotzdem sagen, aufgrund des Streiks, der Termin fällt übrigens auch aus. Ich meine, du nimmst dir ja auch Zeit dafür, musst du ja genauso sagen. Ich meine, dir ist das ja wichtig und du nimmst dir Zeit dafür. Ganz einfach, wenn der Streik ist, ja, findet nicht statt, aber warum macht sie denn den Termin aus, wenn sie eigentlich, hat sie doch schon gewusst, dass Streik ist an dem Tag. Also das kann sie ja keinem erzählen, oder? Ich habe mich wirklich angemotzt am Telefon, die war nicht sehr nett zu mir. Ich war natürlich auch aufgebracht, weil ich dachte, es kann ja nicht wahr sein, schon wieder zwei Wochen, vielleicht in zwei Wochen, der nächste Termin mal zum Gespräch, ja, wo ich Lumen heute nicht mal nicht hintergekriegt habe. Mann, was für ein Scheiß, ey. Kann ja wahr sein. Kommt davon, wenn man zu nett ist anscheinend. Was weiß ich. Keine Ahnung. Ich mach mal aus. Und dann leg ich nochmal kurz hoch. Quatsch mal noch weiter. Gut. Wie weit waren wir denn hier? Mit Check ist alles durch. Die ist bestellt. Tja, hier funktioniert alles nicht so richtig, deswegen machen wir alles neu. Zuerst mal stellen wir die Bremsen auf 0. Zug geht viel zu schwer. Jetzt baue ich alles ab. Das ist das erste Mal. Erst alles abbauen. Wie das hier schon aussieht. Unglaublich wieder. Alles abbauen. Damit man mir auch gelobt, dass sie abgebremst sind, leg die mal hin und zeigt die euch gleich. Also es ist wirklich so, die Leute fahren hier tatsächlich so lange. Dass sie so aussehen. Also ja, es ist kein Witz und kein Spruch oder so oder nur um Geld zu machen oder was auch immer. Die müssen getauscht werden. Die sind durch, die sind runter. Da ist nichts mehr drauf. Hier auf der einen Seite ist noch ein bisschen was, ja, aber hier ist gar nichts mehr. Guck mal, wie eingeschliffen das schon ist hier. Geht ja nicht. Ja. Geht doch zu Lasten der Felge. Das ist dann viel teurer. Das gleiche vorne. Die werden eben so lange gefahren. Geht eben nicht. Das muss gemacht werden. Nicht mehr. Also ich zeige zum Vergleich auch nochmal einen neuen. So sehen die aus. So. Ja. Wie weit die Flügel hier auseinander sind. Ja, die beiden Flügelchen. Und guck mal, wie weit die auseinander sein sollten. Also da ist nichts mehr drauf. Müll. Und weg.
Neue Züge, neue Hüllen. Lenken wir ab. Einmal. Das war jetzt Vorderrad. Weg damit. Reibung zu minimieren, mache ich die Enden immer noch schön. Heldkappe. Den Zug gleich ein bisschen fett. Von vorne rein. Ein bisschen fett drauf. Einfach nur einfetten. So ein bisschen zwischen die Finger und ein bisschen. Oder im Handschuh. So. Einfach drüber. Nur am oberen Ende. Wenn es schwer läuft, kontrollieren, woran es liegt. Das ist A und O. Zack, ran. So, schauen wir mal. Schade, dass es nicht beweglich ist. Das ist halt nicht das erste Modell. Wichtig ist immer wieder die Reste abreiben. Da werden nicht auf die Felgen. Also immer schön vorsichtig sein. Mit dem Öl. Perfekte Aussicht hier. Toll. Läuft super. Einmal perfekt. Jetzt machen wir zweimal perfekt. Und immer schön die Laufrichtung beachten, ne? Also nicht so, wie man denkt jetzt hier bei der Markierung, dass hier vorne ist. Nee, andersrum. Hier ist vorne. Das hat auch was mit der Bremsleistung dann zu tun, ne? Also so bremsen die viel besser, wenn man die richtig rum einbaut, als wenn man die falsch rum einbaut. Gucken wir mal. Mal hintergerutscht. Wir haben einen neuen Auftrag und zwar sind hier zwei Speichen rausgerissen. Und sie meinte, das kommt bestimmt, weil sie im Hof das immer anschließt und die Leute dann so ein bisschen ruppig hin und her ziehen. Aber nein, hier ist die Kette mal hintergefallen, hintergeratscht. Und hat das so ein bisschen weggeschliffen. Na, und hier sieht man auch sehr schön, wie die Kette ringerasselt ist. Hier, die sind total verbogen, die Dinger. Tadada, wo sind denn die jetzt? Hier. War da noch einer hier oben. So, wird das einfach ruf gesetzt. Und dann andrehen. Was hält das hier hin? Welche Speiche das war? Natürlich. Die und die. Du kennst ja auch an den Nippeln, aber naja, beim schnellen Hingucken.
Was? 35 Minuten? Um Gottes Willen. Naja. Fast fertig. Jetzt machen wir am Ende noch fertig. Und das Mike dann quasi unentgeltlich. Unglaublich. Das muss hier raus. So, ich ziehe das raus. Das sieht ja nicht, guck mal, wie aufgeschnitten das hier. Völlig aufgedröselt. Endhülse ruf hoch, die fehlt auch. Beim besten Willen hinten muss der Bremsbelag getauscht werden. Da kann ich jetzt nicht machen. Muss erst der Bremsbelag getauscht werden und dann schauen wir mal weiter. Bribra, Bremsbelag. Jo. Bremse haben wir. Hinterrad ist okay. Griffe sind die Geschmackssache. Vorne stimmt's. Schaltung checken. Kette. Naja. Schalten wir jetzt mal an. Ein bisschen was zum Wegschleifen hier. Ist eine richtige Macke drin. Hier. Das muss ich schleifen. Besser. Also, der heutige Tag ist beendet. So, jetzt bin ich gespannt, ob der Kollege noch kommt und dann mache ich erstmal für heute Feierabend. Also, bis dann, gute Nacht, schlaft schön, bis morgen.